Mehrere Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Donnerstag von einem Balkon des Hotel Adlon am Brandenburger Tor ein großes Transparent mit einem Dinosaurierkopf entrollt und Rauchbomben gezündet. Mit ihrer Aktion wollten die Aktivisten unter anderem darauf aufmerksam machen, dass Wohlhabende durchschnittlich mehr CO2 erzeugen als der Bevölkerungsdurchschnitt, teilte die Gruppe mit. Es ist so, dass die 1% der Bevölkerung, die Superreichen, ungefähr, naja, im Schnitt 30 Mal so viel Ressourcen verbrauchen und deren CO2-Abdruck 30 Mal höher ist als von jedem von uns. Also die verbrauchen extensiv viel mehr von unserem Planeten, als ihnen zusteht und können sich gleichzeitig vor den Folgen des Desasters, der Klimakrise, so viel besser schützen. Das Hotel bestätigte, dass die Aktivisten ganz regulär ein Zimmer gebucht hätten. Der Betrieb im Hotel sei nicht gestört worden. Nach Angaben der Polizei wurden bei 4 Menschen die Personalien aufgenommen. Zuvor waren laut Polizei etwa 120 Menschen bei einer angemeldeten Demonstration durch Berlin-Mitte gezogen. Das ist so schwer, noch überhaupt in seriöse Worte zu fassen. Es ist schon so absurd und so erschreckend, dass uns einfach eigentlich nichts mehr anderes übrig bleibt, als daraus eine Satire zu machen. Also die Anzugträger mit den Dino-Heads, die symbolisieren die fossile Industrie, die nicht aufhören kann, nach kurzfristigen Profiten zu schielen und dabei unsere Lebensgrundlagen aufs Spiel setzen. Gleichzeitig haben wir die Superreichen, die mit Masken am Start sind, so jemand wie Elon Musk oder Jeff Bezos, die also wirklich, die brauchen ihr ganzes Leben lang oder brauchen ihr ganzes Leben lang eigentlich nicht arbeiten, weil sie schon reich zur Welt gekommen sind und werden jeden Tag reicher, ohne etwas zu tun und gewinnen sogar noch in der Krise, während unser einer Sorge hat, die Stromrechnung vom nächsten Monat nicht mehr bezahlen zu können. Am Vormittag hatten Aktivisten schwarze Farbe auf diverse Gebäude gekippt, darunter auch die Konzernzentrale der Deutschen Bahn, um gegen die aus ihrer Sicht schleppende Klimapolitik zu protestieren. Im Zusammenhang mit den Farbattacken sprach die Polizei laut Tagesspiegel am Nachmittag von bisher 61 Festnahmen. Finale Angaben werde es voraussichtlich erst am Freitag geben, kündigte eine Sprecherin der Polizei an.